Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute extra früh aufgestanden und bereiten gerade einen Strandtag vor. Ja. Also Justus. Ja, Elisa ist auch Hallo. Da. Und Justus hat gerade schon Sandwiches geschmiert. Ich zeig dir das mal. Also eigentlich machen wir immer dieselben Sandwiches, wenn wir irgendwo hin wollen und dann dort auch ein bisschen was zu essen haben wollen. Was hast du denn hier drauf, Justus? Also Salami, Käse, Tomaten und Salat aus dem eigenen Garten. Dann haben wir hier noch so ein paar Tomaten. Ich wollte eigentlich auch noch die Melone machen, dann in Stücke schneiden, dass wir die auch mitnehmen können. Dann haben wir da auf jeden Fall genug. Johann deckt gerade den Frühstückstisch auch noch ab. Und bin schon fertig. Sehr gut. Ja, wir sind hier wieder kuddelmuddelig, wie man sieht. Ist immer so, wenn wir gerade auf dem Sprung sind. Jetzt wollen wir gerade die Badeanzüge schon anziehen. Also ich habe meinen auch schon an. Und jetzt cremen wir uns noch komplett ein. Das ist immer schöner, als wenn man es dann vor Ort macht. Wenn dann schon alles so voller Sand ist und so. Und dann haben wir hoffentlich an alles gedacht. Für einen Strandtag mit drei Kindern. Und dann kann es auch schon losgehen, ne? Warte mal, noch nicht anziehen. Ich creme sie jetzt ein. Jetzt creme ich erstmal alle Kinder ein. Ach so, okay. Und dann creme ich mich auch noch vor allen Dingen ein. Also Gesicht habe ich schon, so wie jeden Tag, aber Körper muss ich auch noch eincremen. Und Justus vor allen Dingen. Justus vor allen Dingen. Nicht, dass ich dich wieder zwingen muss. Genau. Aber dann cremst du mich ein. Ich creme dich ein. Warte mal, hier ist unsere Sonnencreme. Johann auch. Okay. Johann kann das aber auch schon selber, ne? Sich eincremen. Ich auch. Du auch? Nein, da hilft Mami noch ein bisschen mit. Komm, Elisa, steh mal auf. So rutschig jetzt alles die Hände. Also die Kinder sind jetzt komplett eingecremt. Da ist kein Zentimeter mehr frei. Jetzt muss ich mich nur noch selbst eincremen. Justus hilft mir gleich bei meinem Rücken. Und ich creme dann auch noch Justus natürlich ein. Also so eine Tube bei uns hält nicht so lange an Sonnencreme. Hält vielleicht nur so 2, 3 Badetage. Ja, eher 2. Die Jungs wollen sich erst vor Ort umziehen. Wir Mädels haben uns jetzt schon in unsere Badeklamotten geschmissen. Wir müssen nämlich doch ein bisschen fahren auch immer. Und je nach Verkehrslage dauert es natürlich dann nochmal ein Stück länger. Aber zum Glück gibt es im Auto eine Klimaanlage. Die Kinder können ein bisschen spielen, Musik hören, alles was sie möchten. Elisa? Du solltest die Babbelstücke nicht rausholen. Elisa packt gerade wieder alles aus dem Kofferraum aus. Nee. Ganz normaler Tag. Elisa, was machst du denn da? Ja, das ist sehr gut. Ja, jetzt fragt man sich, warum nimmt Justus Bambusstöcker mit an den Strand? Weil wir die Sorge haben, dass wir keinen Strandkorb mehr abbekommen, der Schatten spendet. Das ist ja das Wichtige für uns. Andere Leute nehmen sich einen Strandkorb, damit sie sich da reinlegen können in die pralle Sonne und wir wollen den unbedingt haben für den Schatten. Das stimmt doch gar nicht. Wir waren in Scharbeutz und da wollten wir uns einen Strandkorb nehmen und dann sagten wir, ja, kein Strandkorb mehr da. Und dann waren wir schlau, haben wir gesagt, ja, haben wir ja eine Strandmuschel mit dabei. Also wenn Sie keinen Strandkorb haben, dann nehmen wir jetzt die Strandmuschel. Und dann hat er gesagt, nee, geht das nicht. Darf man nicht. Ja. Weil das heißt, als Konkurrenzprodukt. Genau, obwohl es keinen Strandkorb mehr gab und wir faktisch dann ohne Schatten wären und mit 3 kleinen Kindern in der prallen Sonne gelegen hätten, hat er gesagt, na los, die dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht mehr zum Strand. Also bauen wir uns heute halt was selber. Und damals, ja, und jetzt sind wir schlau und jetzt bauen wir uns das selber. Du bist schlau, mein Schatz. Genau, ich bin immer schlau. So, eincremen. Nachträglich schlau. Mein Schatz. Ja, mach ich jetzt ich aber gleich. Dir auch. Mach dich oben rum. Das mache ich nachher. Du machst erst am Strand? Ja, jetzt geht's los. Ich habe keine Lust mehr zu machen. Gut. Annelie! Ihr seid fertig, ihr habt alles. Ja. Sonnenbrillen? Oh! Habe ich in meinem Auto. Okay, Clara, nochmal Haare kämmen. Ich mache dir die Haare hoch, das ist immer besser am Strand. Ja. Meine neue Sonnenbrille, habe ich dir noch nicht gezeigt, habe ich jetzt mit Stärke, zeige ich dir auch gleich. Und mein Sommerhut muss auch mit. Lisa, kann ich mal hinsetzen? Sommerhut? Ja, ziehe ich da dann an. Nimmst du mein Portemonnaie mit? Ich nehme dein Portemonnaie mit. Deine Sonnenbrille, wo war die denn? Die Sonnenbrille ist hier, aber ich brauche nur meine normale Brille. Wuselig. Es ist so wuselig hier. Es ist immer so, dass jetzt kriegst du das mit, wie wuselig es ist. Ja, Justus fragt mich schon wieder, ne, wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Weiß ich nicht. Also kann ich bitte noch eine Powerbank haben? Ja. Mr. Man. Ach, guck mal, diese Tasche habe ich auch schon sehr lange nicht ausgeräumt. Da sind noch Windeln drin.
Was mache ich eigentlich mit denen? Die sind ja noch ganz frisch. Kann man die irgendwie dem Kindergarten noch spenden oder so? Mal gucken. Oder mit den Püppis spielen. Stimmt, kannst du eigentlich nehmen und mit deinen Püppis. Ach guck mal, hier sind noch Allergiesachen drin. Ach, ich bin immer so gut gerüstet. Die nehmen wir heute auch mit, Clara. Ja, wenn die noch gut sind. Bestimmt, oder? Na gut, ist das schon ein Jahr her. Mama, 2020. Geht das noch mit den Augentropfen, Justus? Ich glaube, ich ist mein Sonnenbrille hingelegt. Allergietropfen? Was? 2020? Schon angebraucht? Ja. Nee, ne? Sag dir, das hätte in der Tasche rum. Die Luft geht neu, oder? Gut. Und hier, zack, das ist doch deine Sonnenbrille. Ja, sag ich doch. Super. So, mein Handy wollen wir auch noch. Sonnencreme, klar, gib mir mal bitte kurz die Sonnencreme. Musst du suchen? Okay. Hast du einen Schnuller? Nein, hab ich nicht. Okay, dann pack ich ein. Elisa wird dann nämlich natürlich Mittagsschläfchen halten. Das sieht ja wie süß aus, wenn sie so am Strand. Genau, das nehme ich mit. Macht sie immer. Das packst du mir hier alles, sag mal. Einfach so rein. Mami macht sie doch immer, wenn wir am Strand sind. Genau. Macht sie immer so ein Schläfchen. Zieh diese wunderhübschen Schuhe an, ja? Oh ja, brauchst du aber gar nicht mit Socken anziehen, ja, mein Schatz. Ich hätte aber gerne diese zum Auto fahren, dass das irgendwie. Rat mal, was für Schuhe Justus gerade anzieht. Meine Lieblingsschuhe. Habe ich ihm letztes Jahr gekauft, einfach so ohne ihn zu fragen. Genau. Und seitdem muss ich sie tragen. Und zwar die Toms. Mhm. Die liebe ich ja. So sieht das aus. Ich finde das auch bei Männern total schick. Das sieht so leger aus, aber trotzdem so, ja, so fesch. So jugendlich. Also, ist auch fettig. Kurz. Das muss ich jetzt korrigieren. Das ist jetzt fesch, ja. Also ohne Socken fände ich das schön. Das sind halt so sommerliche Schuhe. Schuh. Ja, sagen Sie mal. Ja, Community. Auf die Schuhe gucken. Ja, da ist jetzt aber gerade ein Baby davor. Hallo Elisa! Wir sind unterwegs! Tada! Ja, bei uns dauert das immer so ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß nicht, bis wir unser Kuddelmuddel mal alles zusammen haben, alle Kinder ihre Sachen haben, alle Kinder im Auto sind, eingecremt sind, das dauert immer so doppelt bis dreifach so lang, wie wir das eigentlich geplant hätten zeitlich. Aber ich glaube, wir sind trotzdem gut in der Zeit. Jetzt müssen wir auch nicht mehr so lange fahren. Ja, Elisa, du bist eingecremt. Elisa hört wieder zu. 10 Minuten noch. 15 Minuten. Und dann sind wir da. Und wir sind gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu voll. Obwohl ganz viele gesagt haben, wird wahrscheinlich sehr voll werden. Heute ist super schön. Es ist Ferienzeit. Ich habe einen Strand ausgesucht, der nicht so voll sein wird. Ja, mal gucken. Deshalb fahren wir jetzt hier durch Feldwald und Wiesen. Man fährt immer durch Feldwald und Wiesen, um zum Strand zu kommen. Na gut, ich melde mich, wenn wir da sind. Bis gleich. Wir sind da. Hier gibt es sogar noch ganz viele Parkplätze. Bin ich gar nicht gewohnt. Jetzt sind wir gespannt. Also wir haben hier quasi direkt vorm Strand geparkt. Also wenn man jetzt hier weitergeht, ist das schon direkt. Mal gucken. Lisa, soll ich dich abschnallen? So, bitte im Hintergrund. Und du nimmst bitte die Stöcker. Ja? Warte mal, wir müssen mal Schuhe anziehen, Elisa, oder? Ja. Wo sind deine Schüchchen? Wo habe ich sie hingetan? Hier. Mimi, ich habe keine Socke mehr. Ich habe keine Socke mehr. Ich habe keine Socke. Ja, ich habe keine Socke mehr. Keine ist mein Socke wieder. La 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 la. So. Mein Mädchen. Wir sind da. Oh, jetzt kommen die Socken ab. Ja, deine Brille. Mami hat noch eine andere Brille für dich dabei. So, du nimmst das hier alles? Tada! Oh! Krebsteile! Cool. Hier ist heiß auf dem Boden, glaube ich. Komm, Elisa, geh mal da hoch. Guck dir das mal an. Dieses Wasser braucht keinen Filter. Das ist ja total hübsch. Richtig türkisblaues Wasser. So schön. Ich guck mal kurz, ob es warm ist.
Nein, es ist nicht warm. Aber es ist auch nicht super kalt. Also es ist schön angenehm. Ich glaube, man kann da gleich gut rein. Nee, ne? Voll schön. Oh, guck mal, schöne Steine. Das ist keine Büchse, das ist einfach ein schöner Stein. Voll hübsch, ne? Voll schön. Ich habe einen Stein erwischt hier, aber kein Eisverkäufer, nicht? Nee, hier ist sonst auch nicht so viel los, aber eigentlich ganz gut so. Guck mal, eine Seeschnecke habe ich gefunden. Oh, ein Schneckenhäuschen, ja. Eine ganz kleine. Also wir waren ja vorher noch nie an diesem Strandabschnitt. Jetzt gibt es hier noch nicht mal einen Strandkopfverleih. Alle haben hier eine Muschel dabei, nur wir nicht. Nächstes Mal wissen wir Bescheid und sind besser gewappnet. Das ist halt seine Schuhe hier einfach liegen lassen. Das sind hier seine Schuhe. Jetzt bauen wir uns das selber aus den Bambushölzern, so wie wir das eh geplant hatten. Ich zeig dir mal, was Justus MacGyver-Künste mal wieder hervorbringt. Guck mal, wie schön das ist. Wie im Urlaub. Jetzt baust du, ja? Jetzt bin ich zufrieden. Das hat Justus jetzt gebaut. Das sieht jetzt nicht so hübsch aus, dass man das unbedingt zeigen muss, glaube ich. Nein, aber ich zeig ja, also wir brauchen halt unser Schattenplätzchen, ne? So sieht das dann aus. Was ist das, Elisa? Ein Schneckenhaus, Mami. Ein Schneckenhaus? Ja. Zeig mal. Hast du gefunden? Mhm. Ja, schön. Da kommt nichts raus. Da kommt nichts raus, ne? Keine Schnecke mehr drin, ne? Nein. Nee. Keine Schnecke drin. Guck mal, die Begeisterung vom Vater. Für Steine. Für Steine, ja. Ja? Cool? Ja? So schön hier. Ich habe mich übrigens versteckt. Ich verstecke mich immer im Schatten. Ich bin zwar jetzt komplett auch eingecremt, aber ich weiß nicht, ich mag die pralle Sonne einfach nicht. Ist das gut? Wir machen jetzt einen kleinen Snack. Die anderen essen alles Sandwich. Wir haben mir hier die Melone genommen. Und ich esse gleich auch noch Apfel. Ich habe mir gestern Abend extra noch mal 2 Äpfel in die Mikrowelle gemacht, damit ich sie heute gekühlt mitnehmen kann. War die beste Idee. Ich zeig dir das mal hier, was wir hier alles drin haben. Oh. Also hier haben wir einmal Melonenschale. Dann noch so ein paar Snacks einfach. Also darunter sind jetzt nochmal Kühlwasser und noch ein paar Brote und einfach ganz viel Obst und Snacks. Johann ist noch im Wasser, hat noch gar keinen Hunger. Normalerweise kommt er immer als Erster. Er sammelt Steine. Und hier wird gegessen. Schmeckt dir das, Clara? Ja. Ne? Schmeckt gut. Papi wieder richtig leckere Sandwiches gemacht. Was ist denn das? Sehr gut. Na, ist gut, schaffst du. Ist ein großes Mädchen. Also immer wenn wir am Strand sind, buddeln wir so ein Loch, wo eigentlich kein Wasser ist und wo dann das Wasser reinläuft. Und? Hast du es gefunden? Und das Wasser ist dann immer so schön warm an der Stelle. Okay, Elisa, ne? Ja. Kleines Becken. Elisa kriegt immer ihr kleines Becken. Und guck mal, alle graben und sie guckt schon mal zu. So ist das immer. Als Nesthäkchen hat man es am besten. Ich habe eine große Seeschnecke. Hast du schon wieder eine gefunden? Mensch, hier findet man ja richtig viel. Ja. Toll. Ich zeig dir nochmal die Aussicht. Ja, es ist einfach zu schön. Sternklarer Himmel, wollte ich gerade sagen. Nein, fast wolkenfreier Himmel. Und dieses Wasser ist so türkis. Ich weiß auch nicht, ob das noch nie gesehen. Die Mami surft? Zeig mal. Auf in die Wellen. Nein, nicht drauf. Nur so. So, guck. Elegant wie ein Fisch. Nein, ihr macht doch schon super. Oder eine Qualle. Etwas zu schwer, aber... Hä? Zwei. Hey, ich häng mich aber nicht dran. Das nenne ich mal Surfen. Schneller! Schneller!
Ich verfolge euch. Okay. Es gab Verluste. Rettet euch! Die Haie greifen an. Die Wale greifen an. Clara, hilf dem Johann. Schnell. Die letzte Hoffnung. Tja, weiter kann ich nicht. Das wird mein Bauchnabel nass. Das ist, das geht leider nicht. Ist sie kalt? Nee, das ist nur so jetzt gerade, weil sie jetzt reingekommen ist. Aufs Brett? Sehr schön. Mein Brett ist schon wieder zerbrochen. Ja, irgendwie ganz komisch, ne? Super! Super! Das war knapp! Nein, ich darf noch, dann mach ich sie nach. Zeig mal, wo ist die große Welle? Da! Da? Noch eine Welle! Noch eine Welle! Noch eine Welle? Welle! Wusch! Ja, große Welle macht Spaß. Oh, guck mal, da kommt eine große Welle, Lisa. Guck mal. Eins, zwei. Busch. Und nochmal. Und? Guck mal. Und? Lisa, oh, busch. Nochmal. Oh, oh. Und? Busch. Oh, busch. Oh, das war knapp. Oh, guck mal nochmal, große Welle. Oh, Elisa. Boah. Findest du gut, ja? Findest du gut? Ja. Ich finde die lustig. Wie findest du lustig, die Wellen? Kommen wir raus? Und zu Mami? Nee? Nochmal. Und? Juhu! Oh, Elisa. Oh. Wusch, wusch, wusch. Guck, da kommt eine Riesenwelle auf uns zu. Und? Nein, oh, und? Wow. Und nochmal. Oh, jetzt kann er. Schön, ne? Schön. Krabbel, krabbel, krabbel. Elisa hat Spaß. Ja. Elisa ist eingeschlummert. Wir sind jetzt schon weg vom Strand und wir wollten jetzt hier noch zu Abend essen in diesem Restaurant da hinten, aber es ist noch zu. Wir müssen leider jetzt noch ein paar Minuten warten. Solange spielen die Kinder hier gerade auf dem Spielplatz. Können sie noch ein bisschen toben. Also es war heute wirklich ein richtig schöner Tag. Elisa klettert auch wieder. Sie ist so eine Klettermaus, sie klettert einfach über alleine hoch. Justus guckt sich gerade noch den Strandabschnitt da an, weil der auch nochmal Strandkörbe wohl hat, dass wir das nächste Mal vielleicht hier hinfahren. Ich bin gespannt, ich habe so Hunger, die Kinder auch. Ob es was Leckeres zu essen gibt. Und ich merke gerade, dass meine Nagellackfarbe super gut zum Kleidchen passt. Aber ich muss die Nägel neu lackieren. Mache ich, glaube ich, heute Abend, wenn ich noch mal Lust drauf habe. Ja, da kann man wippen. Versuch mal drauf zu... Ja, genau. Es hat leider nicht geklappt mit dem Restaurant. Ja, es war leider voll schon Pech gehabt. Aber wir sind ja auch immer gleich schon zu fünft. Und da muss man gleich so einen riesen Tisch bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir nicht sehr willkommen waren. Ja, ich glaube, es war nicht so ganz kinderfreundlich. Aber ist nicht schlimm. Wir fahren jetzt nach Hause und machen einen Halt in einem Fastfood-Restaurant. Das ist auch immer gut. Die Kinder freuen sich. Ja, mich freut es auch. Die Scholle mit Speck habe ich nicht bekommen. Ja, beim nächsten Mal dann, mein Schatz. Wir hatten einen richtig schönen Tag heute. Das Wetter war wirklich perfekt. Die Kinder hatten total viel Spaß.
Spaß. Elisa hat auch Mittagsschlaf gemacht. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.